Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu unserem Webinar zum ersten für Deutschland und den deutschsprachigen Sprachraum. Ich möchte mich nur kurz vergewissern, bevor wir loslegen, dass Sie mich alle gut hören und sehen könnt. Wenn ihr was im Chat schreiben könntet, wissen wir, dass wir jetzt online sind. Wir können euch leider nicht sehen. Ach so, da melden sich schon einige. Super, vielen Dank dafür. Super, bevor wir loslegen, möchte ich noch ein paar Informationen zur technischen Seite sagen. Das Webinar dauert ungefähr 50 Minuten. Mit Q&A-Session sind es ungefähr eine Stunde. Das Webinar wird aufgezeichnet. Die Aufzeichnung wird im Nachhinein per E-Mail an Sie verschickt. Im Backstage sind auch meine Kollegen Halina, die für den reibungslosen technischen Ablauf sorgt. Und wer bin ich? Ich bin Alicia Weiß. Ich arbeite für WordPress und spezialisiere mich auf internationales Business Development. Und ich werde heute das Vergnügen haben, für Sie dieses Seminar zu moderieren und auch für kurze Teile einzuspringen. Ich bin auch nicht allein. Mein lieber Gast Thorsten Litzke ist auch dabei. Hallo Thorsten, grüß dich. Hallo Alicia, grüße dich. Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön, dass du dabei bist. Wir haben das Thema gewählt, SEO für kleinere und mittelständische Unternehmen. Und wir wollen heute zusammen überlegen, warum SEO für kleine und mittelständische Unternehmen relevant sein kann, um Kunden zu gewinnen, bevor dies von den Mitbewerbern gemacht wird. Meines Erachtens bist du der beste Mann dafür, weil du selber Unternehmer bist, sich selber mit den Fragen auseinandergesetzt hast, auch selber als SEO-Berater aktiv arbeitest. Und daher auch deine Anwesenheit hier, wofür ich mich auch herzlich bedanke. Aber vielleicht könntest du auch ergänzen, ein paar Worte über dich sagen, weil da bestimmt viel mehr dazu zu sagen ist, als ich gesagt habe. Alles klar, dann nehme ich hier einmal über. Das Bild ist zu sehen. Eine ganz kurze Frage vorweg. Wir haben im Marketing eigentlich mehr oder weniger den Usus, dass wir uns duzen, deswegen biete ich hier einmal frei an, bitte einmal ganz kurz in den Chat, seid ihr damit einverstanden, dass wir auch das Du umschalten, damit es etwas einfacher wird hier. Ja, höre ich hier, alles klar, wunderbar. Gut, dann ich bin der Thorsten Litzke, komme eigentlich ursprünglich aus dem wunderschönen Emsland, wo ich jetzt auch gerade zu Besuch bin, allerdings bin ich normalerweise in Mexiko beheimatet. Also von daher, ja, herzlich willkommen zu diesem Seminar und nochmal vielen Dank, Alicia, für die schöne Einleitung. Dann gehen wir doch direkt über, warum bin ich qualifiziert, euch hier Ratschläge zu geben? Und dazu einmal ganz kurz hier die Zeitleiste. Ich weiß nicht, ob Ton und Bild gut sind von mir. Auch dazu mal eben einmal ganz kurz Rückmeldung, bitte. Habe ich gerade eben vergessen. Aber ja, okay, wunderbar. Mhm. Gut, 2016 ist meine Geschichte hier eigentlich in dem Sinne angefangen. Ich habe als Mediengestalter im IHK-Bereich Gestaltung und Technik meine Ausbildung abgeschlossen, habe dann recht schnell überlegt, was kann ich machen, habe ein bisschen in Webagenturen gearbeitet, habe Webseiten am Fließband hergestellt, habe Texte geschrieben, Flyer gestaltet und alles Mögliche, was sonst so in diesem ganzen sprichwörtlichen Bauchladen drin war, habe dann am IHK Prüfungsausschuss 2019 meine Berufung erhalten und seitdem im Prüfungsausschuss der IHK Osnabrück, Grafschaft Bentheim Emsland, das aber auch dieses Jahr auslaufen wird nach 5 Jahren und habe mich dann 2020 als SEO-Berater für KMU spezialisiert, habe den Bauchladen abgegeben und habe mich auf mein Kerngebiet tatsächlich SEO-Erstellung bzw. Texterstellung und SEO-Betreuung von kleineren und mittleren Unternehmen. So, das führte dann 2022 dazu, dass ich den TL Campus gegründet habe. Der TL Campus ist eine E-Learning-Plattform, wo ich Kurse zum Selbststudium anbiete im Bereich Copywriting, SEO und künstliche Intelligenz und die Tools, die man dazu braucht.
Ja, das kurz als kleine Vorstellung meinerseits. Ich hoffe, ihr konntet einen kleinen Hintergrund sehen, weswegen tatsächlich hier die Ratschläge, die heute kommen, dann auch auf festem Grund und Boden standen. Genau, Alicia. darum. Und darum geht es auch. Unser Konzept besteht jetzt aus eigentlich drei Teilen. Im ersten Punkt konzentrieren wir uns überhaupt auf SEO und versuchen zu zeigen, warum SEO als Kommunikationskanal für kleine und mittelständische Unternehmen gewinnbringend sein könnte. Dann sehen wir uns im Einzelnen verschiedene Bereiche von Suchmaschinenoptimierung ein. Die werden von dir besprochen und mit reichlichen Beispielen und praktischen Tipps auch untermauert. Und den dritten Teil teilen wir uns quasi, denn wir haben uns hier eine Achse für den letzten Punkt konzipiert, nämlich Do it yourself. Also was kannst du, lieber mittelständische oder kleine Unternehmen, auf eigene Hand machen? Wofür ist aber Know-how gefragt und lieber an Experten überlassen? Ja, also die Agenda steht fest. Wie gesagt, wer zum Schluss bleibt, diese eine Stunde mit uns Zeit verbringt, der bekommt auch von uns kleine Goodies. Wir haben drei Stück davon vorbereitet. Zwei gehören dir, Thorsten. Kannst du sie etwas näher vorstellen? Ja, ich habe mitgebracht ein Marketing-Budget-Jahresplaner zum freien Download. Hier sehen wir einmal eine Übersicht. Das Ganze ist eine Google Drive-Tabelle. Man kann sich eine Kopie erstellen und dann für sich selber komplett ausfüllen. Es gibt mehrere Tabellenblätter hier und danach mit dem Ausfüllen dieses Tabellenblatts bekommt man eine recht gute Übersicht, was im Jahr an Ausgaben da sind. Man kann das Jahr über planen und weiß, wo ein Überschuss ist oder wo man noch Platz hat, um vielleicht zum Jahresende nochmal zu reagieren. Das Ganze ist auch noch mit einer Zusammenfassung und Diagrammen, die hier noch zu sehen sind. Und von daher, das ist mein erstes Goodie für alle, die bis zum Schluss bleiben. Den Link gibt es am Ende im Chat. So. Dann habe ich noch ein weiteres Goodie mitgebracht. Das ist ein 50% Rabattgutschein für ein, so, hier sind wir, für ein, ne, Entschuldigung, so, das ist die richtige Folie. Ein 50% Rabattgutschein für ein SEO-Strategie-Zoom-Meeting mit mir. Und dort besprechen wir in einer Zoom-Session, was SEO-mäßig für euch getan werden kann, was wir machen können, wo wir ansetzen können und ja, quasi einen Blick von oben auf das Ganze herausbekommen und dafür, wie gesagt, nach diesem Meeting die ersten 10 Anmeldungen bekommen diesen 50% Rabattgutschein. Genau. Vielleicht noch ein kleiner Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ganz oben ist ein grüner Streifer erschienen. Da könnt ihr auf den Button klicken und werdet direkt zu der Webseite überleitet. Die werden noch später im Laufe des Webinars auftauchen, auch im Chat, auch in der Mailing. Also bitte keine Angst, wenn jemand etwas zeitlich nicht schafft. Und das letzte Element von unserem Goodie Bag ist ein Startguthaben von uns, von WordPress, für Do-it-yourself-Maßnahmen, die ich aber im Nachhinein genau bespreche. Gut, ich glaube, es kann jetzt losgehen. Ich schalte mich gleich stumm und schalte auch die Kamera weg, um dich und auch euch, liebe Gäste, nicht abzulenken. Bis später. Ich bleibe dran, aber unsichtbar und unhörbar. Alles klar. Thorsten, genau, du Danke für hast die jetzt das weitere Wort. Überleitung. Ja, auch ich schalte meine Kamera jetzt einmal aus, damit wir den vollen Aufmerksamkeitsgrad auf die Präsentation richten können und hier nicht gucken, was denn hier in meiner Bücherei da hinten abgeht. Also, los geht's. Nummer eins, Relevanz. Warum ist SEO für kleine und mittlere Unternehmen relevant? Und dazu habe ich euch eine Folie mitgebracht, eine kleine Auswertung, und zwar sind das Google Search Console Daten von meinen Kunden im B2B und B2C Sektor. So, und hier seht ihr ganz deutlich auf Platz 1 der Klickraten
bei Google sind 38,7%. Also das ist mit weitem Abstand sind die ersten Plätze bei Google, bekommen die meisten Klicks. Und wir sehen dann im Folgen auf Platz 2 und Platz 3 wird es schon recht dünn in der Luft, 15,1% bzw. 5,4% aller Klicks bei Platz 3 gehen auf Google auf die dritte Suche. So, und um dann zu sehen, Platz 11, das ist die zweite Seite, und deswegen gibt es das Sprichwort, wer nicht zu finden sein will oder wer sich verstecken will, geht am besten auf die zweite Seite bei Google. Denn nur noch 0,2%, rund 0,2% meiner B2B- und B2C-Sektorkunden haben diese Klickraten auf der zweiten Seite auf Platz 11. Also, das einmal zum Hintergrund, warum es sich tatsächlich lohnt, relevant zu sein und unter den ersten 10 Plätzen auf der ersten Seite bei Google zu erscheinen. So, dann mit diesem Wissen gehen wir jetzt einmal ins Eingemachte und ich beschreibe jetzt einmal ganz kurz, warum oder wie sich Relevanz bei Google darstellt. Und dazu fragen wir einfach mal, wie bewertet Google Webseiten? Und wir alle wissen, dass der Suchalgorithmus komplex ist und aus circa, ich sag mal, 250 bis 500 Faktoren besteht oder Komponenten besteht, die sich mehr oder weniger aus bestimmten Sachen zusammensetzen. Die eine Hälfte kennen wir ganz gut, die andere Hälfte bleibt von Google gut beschützt und ist ein großes Geheimnis. Also von daher, das Spiel, was wir hier spielen, das SEO-Spiel, ist eigentlich ein faires Spiel, denn jeder hat die gleichen Chancen. So, und wie bewertet Google jetzt Webseiten? Anhand von drei Sachen. Zum ersten wären da einmal die Keywords. Keywords sind Suchbegriffe, die von Kunden bei Google eingegeben werden, die mit einer Suchintention dahinter belegt sind. Also, wenn ich ganz genau weiß, ich möchte irgendetwas haben, ich habe ein Problem, dann gebe ich bei Google ein Stichwort ein und Google gibt mir dann eine Liste von Begriffen bzw. Seiten, wo dieses Keyword drin vorkommt. Der zweite Faktor der Relevanz sind Backlinks. Backlinks sind hochwertige Verweise von Dritten im Netz und das ist sozusagen eine Empfehlung einer anderen Webseite für eure oder deine Webseite und das geschieht durch eine Verlinkung von einer Webseite auf die andere Webseite. Google misst diese Links anhand von Anzahl und Qualität und bestimmt daraufhin eine sogenannte Autorität im Netz. Das ist ein Drittwert eigentlich, der kommt nicht von Google, aber wird in diesem Zusammenhang doch trotzdem gern und häufig verwendet. Seiten, die viele und gute Keywords haben und gute Backlinks haben, werden von Google höher eingestuft. Das ist damit die Relevanz gemeint und die Relevanz beschreibt auch die Wichtigkeit für die Anfragen der Suchenden. Also, wie nah liegt das Ergebnis an der Anfrage der Suchenden? Und da ist Google ganz gut drin geworden, die Relevanz zuzuordnen und uns tatsächlich die Ergebnisse anzuzeigen, die wichtig für unsere Anfrage sind. So, warum Keywords? Dann gehen wir jetzt einmal in die Tiefe und gucken uns an, wie Google die Suchbegriffe aus der Webseite, aus der Suche einstuft. Und da ist die Frage, die Keyword-Relevanz setzt sich zusammen aus mehreren Faktoren und wird bestimmt dadurch, wie nah sie inhaltlich zur Suchanfrage passen. Das heißt, ist der Suchbegriff in der Anfrage mit drin? Sind die Keywords zum Beispiel auf der Webseite vorhanden? Sind sie in den Überschriften vorhanden? Kommen sie im Text vor, im Fließtext, in Listen oder auch in der Metabeschreibung beziehungsweise im Metatitel? So. Die On-Page-Optimierung ist danach ein weiterer Faktor und hier bewertet Google, wie schon gesagt, Titeltag, Meta-Description, Überschriften und im Text der Webseite. Wenn sie sinnvoll und natürlich integriert sind und nicht erzwungen klingen, dann ist das ein weiterer Vorteil. Es gibt ja das sogenannte Keyword-Stuffing, wo man versucht, möglichst viele Keywords im Text unterzubringen, aber das wird dann leicht unlesbar oder beziehungsweise es waren auch Versuche, wo man einfach nur Keywords aneinandergereiht hat. Und diese Seiten haben dann Abmahnungen bekommen, weil tatsächlich dort die oder der Sprachfluss nicht natürlich klingt. Und Google sieht das als einen Manipulationsversuch und gibt dann dementsprechend auch negative Punkte bzw. Abstrafungen.
Als dritten Faktor hatten wir gesagt Nutzersignale, also tatsächlich alles, was ein Besucher auf einer Webseite durchführt. Das sind Klickraten, Verweildauer und Absprungraten. Und anhand dieser Rankingfaktoren beeinflussen das Ranking Ihrer Seite in den Suchergebnissen. Also Google misst tatsächlich alles, was auf der Webseite passiert und bringt das dann auch in die Relation hinein, um die Faktoren dann zusammenzubekommen. Also, je höher die Klickrate ist oder je höher die Verweildauer ist und je niedriger die Absprungrate ist, desto höher wird die Seite bei Google dann tatsächlich auch eingestuft. Kommen wir zum zweiten großen Faktor, warum Backlinks? Und da gehe ich darauf ein, wie Google die Struktur der internen und externen Verlinkungen von Webseiten genau durchleuchtet, um tatsächlich auch Entscheidungen zu treffen, um zu sagen zu können, dass die eine Seite hoherwertig ist oder minderwertiger, um dementsprechend dann das Ranking zuzustufen. So, welche Faktoren werden zur Bewertung von Backlinks herangezogen? Wie schafft Google es, zu verstehen, ob ein Backlink hochwertig ist, ob er von einer populären Webseite kommt oder ob er von einer Spam-Webseite kommt oder ob er vielleicht einfach nur gesetzt worden ist, um bestimmte Ranking-Faktoren zu manipulieren. All das kann Google berücksichtigen und berücksichtigt das auch. Zunächst ist dort die Anzahl der eingehenden Links von anderen Webseiten wichtig, denn je mehr Links man von anderen Webseiten bekommt, das ist genau wie im richtigen Leben auch, wenn mich viele Leute empfehlen, dann scheint das eine wertvolle Empfehlung zu sein. Wenn viele andere Leute sich dagegen aussprechen und keine Links geben oder schlechte Links geben, dann ist das genauso auch die Autorität und Popularität der Webseite nimmt davon Schaden. Also im Grunde genommen ist es so, dass eine hohe Anzahl von eingehenden Links erst einmal beneficial ist für die Bewertung, also ein guter Faktor. Wenn dann im Nachhinein auch noch die Popularität bzw. die Wertigkeit der Links hoch ist, da kommen wir dann jetzt einmal drauf, dann ist die Webseite im Ranking von Google eine glaubwürdige Webseite und bekommt dementsprechend auch eine höhere Einstufung. Google misst das an anderen Faktoren auch noch, die in diesem Zusammenhang stehen. Und da kommen wir auf die Vielfalt der Backlinks. Das ist tatsächlich so, wenn ich von einer Seite, zum Beispiel jetzt von WordPress, einen Backlink bekomme und WordPress übersetzt den dann auch in viele Sprachen, dann habe ich vielleicht 15, 16, 28 Backlinks von der WordPress-Backseite. Aber Google erkennt dann, okay, hier ist nur eine einzige Quelle und das dementsprechend dann auch, das negativ bewertet wird, denn Google möchte, dass eine Vielzahl von Backlinks aus verschiedenen Quellen da ist. Das deutet darauf hin, dass die Seite sich auch vielfältig darum bemüht, auch von anderen sozusagen die Empfehlung zu bekommen, dass die Webseite eine wertige Webseite ist. So, ein zweiter Faktor bei den Backlinks ist noch die natürliche und organische Einpflege in den Text der Webseite bzw. auf der Webseite selber. Wir können dort einen sogenannten Ankertext benutzen. Das ist der Text, den wir dann tatsächlich auf der Seite sehen und lesen. Aber meistens ist das dann ja ein Link, den wir klicken können. Und dieser Ankertext ist auch sehr wichtig und sollte auch möglichst das Keyword enthalten oder thematisch nah an der verlinkten Webseite dran sein. So, kommen wir nochmal zur Relevanz. Warum Relevanz überhaupt? Und wie der Inhalt einer Webseite zur lokalen Suchabsicht eines möglichen Kunden im Moment der Abfrage zusammenpasst. Und da habe ich auch wieder drei Stichworte mitgebracht. Und hier kommen wir zum ersten zur Nutzererfahrung. Das sind Punkte, die tatsächlich Google messen kann. Das sind die Ladezeit und die Benutzerfreundlichkeit und das Engagement der Besucher. Google möchte ja, dass die Ergebnisse schnell angezeigt werden. Deswegen sind schnelle Ladezeiten ein Muss heutzutage. Und wir reden hier von Ladezeiten unterhalb von 2 Sekunden für den Desktop und unterhalb von 2,5 Sekunden für die mobilen Seiten. Diese Zeiten sollte man versuchen zu erreichen. Es sind durch verschiedene Möglichkeiten, durch verschiedene Optimierungsmaßnahmen kann man Seiten schneller machen. Man kann verschiedene Cache-Techniken einsetzen oder Plugins dazu oder halt auch versuchen, die
Inhalte möglichst so klein zu halten. Und wir reden hier auch von Bildern, die optimiert werden müssen in der Größe und so weiter. Ja, die Benutzerfreundlichkeit ist ein weiterer großer Faktor. Google möchte, dass der Nutzer seine Sucherfahrung möglichst umfassend und schnell abschließen kann. Und da spielt die Benutzerfreundlichkeit eine große Rolle. Benutzerfreundlichkeit beschreibt einfach nur, wie gut ist die Seite aufgestellt, wie schnell finde ich das Thema, wie schnell finde ich meine Antwort auf der Seite. Und da sind natürlich eine gute Menüstruktur, eine gute Aufteilung und solche Sachen spielen da mit in die Rolle. Und zum guten Schluss haben wir das Engagement der Besucher. Wir sind vorhin schon mal drauf eingegangen. Das sind Klickraten, das sind Verweildauer und solcherlei Sachen. Also je höher das Engagement der Besucher ist, desto besser sieht Google die Nutzererfahrung und gibt dann natürlich auch dementsprechend eine höhere Bewertung. Der zweite Punkt ist die Aktualität hier. Und Google bevorzugt aktuelle Inhalte. Das heißt, es ist ratsam, zum Beispiel den Blog-Eintrag vom letzten Jahr oder von vor 3 Jahren immer mal wieder auf ein neues Datum zu stellen, damit Google sieht, okay, die Inhalte sind aktualisiert worden, vielleicht war da irgendeine Jahreszahl von 2022 nochmal drin, das sollte man tunlichst vermeiden und versuchen, die Inhalte dementsprechend aktuell zu halten und Google zu zeigen, dass man sich auf dem Stand der Dinge befindet. Wir haben es gerade angesprochen, es gibt das Veröffentlichkeitsdatum, in WordPress zum Beispiel kann man hingehen und einen Blogbeitrag, das Veröffentlichungsdatum dann dementsprechend korrigieren und das einfach dann auf ein aktuelles Datum oder vielleicht das heutige Datum zu stellen. Ja, wer aktuelle Inhalte hat und dementsprechend das auch nach außen hin zeigt, wird von Google dann auch mit einer besseren Bewertung berücksichtigt. Als dritten Faktor hat sich jetzt dazu herausgestellt, die Local SEO oder auch die lokale Sichtbarkeit erhöhen, das für regionale und kleinere Unternehmen ja auch in der Umgebung tatsächlich die Leute dann auf das eigene Ergebnis zugeführt werden durch eine Suchanfrage. Und es kommt immer mehr mobiler Suchtraffic dazu. Das heißt, Google schickt auch zuerst den Bot auf deine mobile Seite und guckt sich die erst an und vergleicht, wie nah du mit deinem Standort an der Abfrage oder an dem Abfrageort des Nutzers bist. Wenn sich also jemand mit seinem Handy in unmittelbarer Nähe deines Geschäftes befindet und nach deinen Produkten und Dienstleistungen sucht, dann sollte es dementsprechend von Google auch so sein, dass in der Nähe sich befindliche Unternehmen angezeigt werden, um dem Nutzer die Erfahrung dann auch möglichst schnell oder seine Suchanfrage möglichst schnell zu beantworten und zu sagen, guck mal, hier sind 15 Unternehmen in deiner unmittelbaren Umgebung. Du brauchst jetzt nicht in Bayern zu suchen, wenn du in Hamburg sitzt oder umgekehrt. Also von daher dementsprechend spielt die lokale Nähe der Standort des Nutzers und der Standort des Unternehmens eine große Rolle in der mobilen Suchabfrage heute. Und sich dort lokal besser aufzustellen, gibt es viele, viele Möglichkeiten. Man kann lokale Verzeichnisse sich eintragen. Man kann die Google Business Profile nutzen. Es gibt viele, viele themenspezifische Blogs oder auch Foren, wo man sich dann mit einem Link auch vielleicht eintragen kann, um dann Leute auch in diesen Suchen dann auf diese Foren beziehungsweise auf die lokalen Einträge zu locken. Ja, soweit zum Local SEO. Kommen dann auf 3 einfach umzusetzende Maßnahmen. Und ich möchte jetzt darauf eingehen, wie ihr als Unternehmen mit wenig Aufwand, aber trotzdem nachhaltig höhere Platzierungen bei Google erreichen könnt. Auch da habe ich wieder 3 Punkte mitgebracht. Und zwar sind das erste Erfolgsstories. Unternehmen sollten sich mit Erfolgsstories im Netz präsentieren, denn Empfehlungen im Netz werden so angesehen wie tatsächlich eine Empfehlung eines guten Bekannten oder eines Freundes. Und von daher, wenn wir uns als Unternehmen mit Erfolgsstories im Netz präsentieren, dann macht das sozusagen einen guten Eindruck und hat den Effekt, dass Leute sich über diese Empfehlung bzw. über diese Erfolgsstories dann eher dem Unternehmen zugeneigt fühlen. Also die Folge daraus ist, dass wir relevante Suchbegriffe in die Erfolgsstories mit einbauen können und so tatsächlich dann auch nochmal die SEO-Chancen erhöhen,
dass organische Suchabfragen dann auch auf genau diese Suchbegriffe abzielen und die Leute dann auf eure Erfolgsstories umleiten, sie durch diese Erfolgsstories in den positiven Einfluss kommen und sich dementsprechend dann auch eher oder stärker dem Unternehmen zugeneigt führen und dann vielleicht auch eher einen Klick auf der Seite durchführen. Der zweite Punkt hier ist die Vernetzung. Wir sollten Google zeigen, dass wir hochwertige Partner haben, die wir halt durch Backlinks auch darstellen. Und ein Backlink ist immer nur so viel wert wie seine gegenseitige Vernetzung. Also wenn ich zum Beispiel auf eine andere Seite vernetze, dann ist der Backlink sozusagen geschlossen, wenn die andere Seite auch auf mich verweist und Google erkennt, dass damit ein Empfehlungskreis geschlossen ist und dass es nicht nur einseitig ist, sondern tatsächlich beidseitig und das zählt wesentlich mehr als einseitige Verlinkung. So, was bringt dich bei Google noch schnell nach oben? Das sind praktische Tipps. Im Moment ist es so, dass Expertenstatus zählt und je weiter man sich in diesen Expertenstatus hineinarbeitet, desto mehr wird man in der Branche als Experte auch anerkannt. Das zieht dann wiederum die Leute in den Traffic hinein. Wenn dann zusätzlich noch kostenloser Mehrwert angeboten wird, wie zum Beispiel White Paper oder, wie wir schon gesagt haben, Erfolgsstories oder auch Statistiken, die man ausarbeitet oder ein kostenloses E-Book zu einem bestimmten Thema mit 3 Punkten, die dann schnell abgearbeitet werden können und den Leuten dann schon bei ihren ersten Problemen sozusagen einen ersten Lösungsansatz bieten oder ein Problem schon mal komplett aus der Welt schaffen. Also wer so etwas in seinem Blog anbietet oder in seiner Webseite auf zum Download anbietet, der baut sich damit seinen Expertenstatus aus und bekommt dadurch auch richtig Aufwind von Google. So, das war der erste Punkt. Dann kommen wir hier zum zweiten großen Oberpunkt. Was sind denn diese SEO-Faktoren, die die Sichtbarkeit beeinflussen und eine Webseite in den Suchmaschinen nach oben treiben? So, auch dazu habe ich kurz eine Folie mitgebracht, die eine kleine Statistik zeigt. Und zwar geht es hier um Trends und Organic Traffic. Und das ist der Einfluss von Trends auf Anteile am Organic Traffic. Auch diese Zahlen stammen wieder aus meinem Kundenbereich, aus Daten von der Google Search Konsole und beziehen sich auf den TL Campus von 2023. Und wir sehen hier in grün die Trendsetter. Das sind Kunden in meinem Bereich, die sich mit Trends auseinandersetzen und diese auch umsetzen bzw. anwenden. Und da sehen wir eine deutliche Steigerung von 2019 auf 2023. Das hat sich fast um 50% erhöht, beziehungsweise von 39 auf 69 ist doch eine deutliche Steigerung. Wir sehen in schwarz die Trendfolger, die versuchen mit Kopieren am Ball zu bleiben, die versuchen sich an den Top-Trendcentern zu orientieren und zu sagen, okay, das ist erfolgreich, das mache ich nach und damit dann auch schon mal gute Chancen haben. 2019 war das noch weitaus lukrativer als 2023. Also wir sehen den deutlichen Unterschied in grün zu schwarz von 69% zu 27% und dann die sogenannten Trendschläfer, die sich nicht für Trends interessieren, die nicht anwenden, die ihr Marketing die letzten 10 Jahre oder auch 5 Jahre nicht verändert haben und damit jetzt aber auch deutlich sichtbar die 4% nur noch erreichen und damit eigentlich quasi ja, am Großteil des Traffics vorbeifahren und dementsprechend auch nicht viel von diesen Trends haben. Das einmal als Basis für die jetzt kommenden Anmerkungen. Und da gucken wir nochmal auf den besonderen Einfluss, den Trends in der SEO haben. Wir hatten vorhin schon mal angesprochen, die lokale SEO nimmt mehr und mehr an Einfluss an. Und das ist die Konzentration auf geografische Gebiete, die die Webseite dann in Sichtbarkeit und Reichweite hervorheben. Also eine gute Aufstellung in lokalen Profilen, ein Eintragen der aktuellen Öffnungszeiten, eine Adresse, eine klickbare Telefonnummer, all solche Sachen sind in der lokalen SEO besonders wichtig. Dann der nächste Punkt ist die Mobile First, der Mobile First Approach von Google, dass tatsächlich wirklich jetzt der Suchroboter zuerst auf die mobile Seite geschickt wird
und dort dann die Einstufung hervornimmt. Und das macht deutlich, wie sehr sich Google tatsächlich darum bemüht, die mobile Suche hervorzuheben. In bestimmten Bereichen haben wir im Moment eine mobile Abdeckung von über 73% im Gegensatz zu den Desktop-Suchen. Und dieser Trend wird sich auch noch steigern, wird sich fortsetzen. Und bei einigen Branchen sehen wir auch schon eine mobile Abdeckung von über 90%. Also von daher, die mobile Webseite sollte dementsprechend optimiert sein. Sie sollte für mobile Anfragen optimiert sein und inzwischen auch für die Sprachsuche. Denn auch das ist ein großer Punkt, der jetzt weiterkommt. Jeder hat, oder fast jeder hat zu Hause einen Assistenten wie Siri oder Alexa oder Google. Und von daher, auch diese Sprachsuche wird weiter ausgebaut werden. Es nimmt zu und die Sprachsuche ist eine komplett andere Sache als die getippte Suche oder die Suche im Google-Fenster sozusagen. Die Sprache ist komplexer. Es werden mehr Worte sozusagen in die Anfrage eingegeben, anstatt die Drei-Wort-Suche, wie sie in Google häufig durchgeführt wird, im Tippen. Wo ist Bahnhof, also oder sowas in der Art. Stattdessen in der Sprachsuche werden komplett ausgesprochene Sätze gesagt und dementsprechend muss die mobile Webseite auch anders aufgestellt sein, damit sie diese ausgesprochenen oder lang Keyword-Sequenzen oder auch Long-Tail-Keyword genannt, dass die in der Webseite besser untergebracht sind als in der Desktop-Variante, damit diese mobile Sprachsuche von den Assistenten dementsprechend dann auch besser bedient wird. So, dann kommen wir zum ersten Punkt dieser dreien, nochmal auf intensiv in die lokale SEO. Wie könnt ihr durch Nutzung von Trends wie lokaler SEO mehr Kunden oder auch neue Mitarbeiter erreichen? Denn das ist ein sehr großer Punkt, der sich jetzt im letzten Jahr sehr deutlich bei meinen Kunden herausgestellt hat. Viele Kunden haben sehr gute Auslastung, sind so weit, dass genügend Jobs reinkommen, aber es fehlt tatsächlich inzwischen an Mitarbeitern. Und deswegen treten viele Leute an mich heran und sagen, wir haben genügend Sichtbarkeit. Was wir jetzt brauchen, sind mehr Mitarbeiter. So, gehen wir direkt einmal darauf ein. Wie erhöht sich die Sichtbarkeit in lokalen Suchergebnissen anhand der mobilen Suche? Denn die mobile Suche findet direkt neben euch statt. Wer in der Stadt sich bewegt, in der Bahn, im Bus oder auch in der Fußgängerzone unterwegs ist, im Geschäft, andauernd sind Leute neben mir, die das Handy zücken und irgendwas rein tippen oder rein sprechen, um dementsprechend in der Nähe befindliche Unternehmen zu finden, die Produkte oder Leistungen anbieten, nach denen gesucht wird. Also zusammengefasst, eine starke lokale Präsenz hilft, mehr lokal suchende potenzielle Kunden oder neue Mitarbeiter anzuziehen. Und wir sind gerade schon darauf eingegangen, es gibt dort verschiedene Foren, verschiedene Plattformen, über die das erreicht werden kann. Der zweite Punkt ist hier das Vertrauen und die Reputation, also der Ruf einer Firma online. Und das kann ganz gezielt gesteigert werden durch Bewertungen, durch Listings, wie wir schon gesagt haben, durch ein Google Business Profil und durch das ständige Anzeigen bzw. Teilen in den sozialen Netzwerken von positiven Kundenbewertungen, die im Prinzip dafür da sind, dass tatsächlich sich Leute mit dem Unternehmen identifizieren, sich in den positiven Bewertungen wiederfinden und das Vertrauen wird gestärkt und Besucher sind eher geneigt, auf einer Webseite mit positiven Bewertungen einen Klick auszuführen, eine Aktion durchzuführen oder einen Kauf auszuführen. Von daher ist es super wichtig, an diesem Thema zu arbeiten und das Vertrauen in die Reputation zu steigern. Das sollte tatsächlich mit jedem Posting in den sozialen Netzwerken sollte es irgendwo berücksichtigt werden. In regelmäßigen Abständen sollten solche auch Testimonials genannt gezeigt werden, um tatsächlich wirklich das Vertrauen zu stärken. So, der dritte Punkt in der mobilen Suche ist die Kosten- und Zeitersparnis, denn die Fokussierung oder das Konzentrieren auf die SEO-Bemühungen auf lokale Suchanfragen ist effektiver, denn die Leute, die tatsächlich
lokal suchen, sind auch eher geneigt, direkt danach eine Aktion auszuführen, beziehungsweise das Geschäft dann lokal aufzusuchen und dementsprechend dann einen Kauf zu tätigen oder eine Aktion durchzuführen. Und am Ende des Tages spart das natürlich Marketing- und Werbekosten, denn das Ganze findet ja gezielter statt. Die lokalen Suchanfragen bringen die lokalen Leute in die Läden und von daher ist das unter dem großen Punkt Kosten- und Zeitersparnis zu führen. Und ja, wer will schon gerne Werbekosten oder Marketingbudgets verschwenden, wenn er denn wüsste oder sie wüsste, dass es tatsächlich mehr bringt, in einen bestimmten Punkt zu investieren. Also hier die lokalen Suchanfragen besonders hervorgehoben. So, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Warum Mobile First? Warum schnelle Ladezeiten, mobil optimierte Inhalte und die benutzerfreundliche Navigation entscheidend geworden sind? Ich bin vorhin schon mal ganz kurz darauf eingegangen. Eine verbesserte Benutzererfahrung bringt am Ende des Tages mehr Klicks. Wer seine Suche schnell beenden kann und auf einer mobilfreundlichen, schnell ladenden Webseite seine Inhalte platziert und eine einfache Menüstruktur hat, eine einfache Bedienungsführung oder ein ja von oben nach unten durchklickbares Ergebnis zeigt, der kriegt dann auch ein besseres Surferlebnis und damit auch einen höheren Umsatz auf der Webseite. Wir haben schon gesagt, mobil muss es schnell gehen. Google bewertet die Webseiten anhand der Ladezeiten und auch anhand der Klickraten. Und von daher, wenn die Seiten gut optimiert sind, Ladezeiten unter 2 Sekunden haben, dann zählt das alles auch mit in die Benutzererfahrung. So, der zweite Punkt hier ist das Anstieg des mobilen Suchvolumens. Wir haben gerade darauf eingegangen, die Webseite muss auf mobilen Geräten leicht auffindbar und zu navigieren sein, denn wer auf einer mobilen Webseite am Handy irgendwo in der Stadt, im Bus, im Taxi gerade sitzt und wartet, der geht ganz, ganz schnell auch zur Konkurrenz, macht den Zurück-Button und sucht sich dann das nächste Ergebnis in der Suche raus. Also von daher leicht auffindbar und leichte Navigation erhöhen das potenzielle Suchvolumen, denn Google belohnt das und schickt dann dementsprechend auch mehr qualifizierten Besuchertraffic auf die Seite. Der dritte Punkt ist die Relevanz für lokale Suchanfragen. Und hier haben wir auch schon mehrfach besprochen, mobile Suchanfragen sind heute in der Regel lokal orientiert. Das heißt, ich stehe in der Stadt, ich suche nach dem besten Dönerladen und tippe meine Suchanfrage ein oder spreche sie ein, frage Siri, wo der beste Dönerladen in meiner Nähe ist. Und dann geht Google hin und guckt sich die Einträge an, sieht, wie gut die Leute aufgestellt sind, die Unternehmen, und wer dementsprechend die relevanten Informationen anzeigt, wie Öffnungszeiten, Adresse und Kontaktinformationen, der wird von Google dementsprechend dann auch mit diesem Traffic belohnt. Das heißt, wir sollten die Öffnungszeiten, die Adressen und die Kontaktinformationen stets aktuell halten und dabei auch bitte Feiertage und Urlaube nicht vergessen, denn das ist häufig so, dass da die größten Absprungraten sind, wenn jemand an einem Feiertag oder Urlaub seine Öffnungszeit nicht korrekt eingegeben hat und ich stehe dann vor dem Restaurant und es hat dann geschlossen. Da vergebe ich dann auch schnell mal eine schlechte Kritik. Also bitte dran denken, Feiertage und Urlaube im Google-Profil einzustellen. So, wir kommen auf den nächsten Punkt und da hatte ich vorhin schon gesagt, die Sprachsuche. Die Sprachsuche wird wichtiger, nimmt zu und ist auch deutlich von der geschriebenen Suche zu unterscheiden. Und da gehe ich jetzt einmal etwas näher drauf ein. Wir haben schon gesagt, die Sprachsuche ist komplexer. Es werden mehr oder umfangreichere Suchanfragen angegeben. Die dementsprechende Umstellung sollte sein, dass man von normalen Keywords dann auf sogenannte Longtail-Keywords umschlägt. Also während ein Keyword tatsächlich meistens nur ein Wort ist, ist das Longtail-Keyword oder sind Longtail-Keywords eine Zusammensetzung. Also aus einer Anfrage, aus einer gesprochenen Anfrage ist das dann ein sinnhaftes Zusammenhängen mit einem Keyword. Also zum Beispiel aus Döner wird, wo ist der beste Döner in der Stadt? Also das wäre jetzt bester Döner Stadt.
Ja, das wäre ein Longtail-Keyword im Gegensatz zu einem Keyword einfach nur Döner. Und die natürliche Sprache spricht, oder also das spielt da auch noch mit ein. Wir wissen, dass die Sprachanfragen tatsächlich natürlicher klingen als das, was normalerweise in ein Google-Fenster eingetippt wird. So, und diese Spr oder diese komplexeren Suchanfragen werden von den ja, intelligenten Lautsprechern bewertet, eingesendet und enthalten längere und ausformulierte Fragen. Also das muss auf der Webseite dementsprechend in der mobilen Variante dann angepasst werden, dass diese natürlich klingende Sprache dort auch in die Keywords mit ein oder beziehungsweise in den Text mit eingebaut wird. So, der nächste Punkt sind Featured Snippets. Das ist ein kleines zusätzliches Stück Informationseinheit. Wir haben das vielleicht schon mal gesehen. Wer eine Suchanfrage bei Google eingibt, bekommt häufig kleine Kurzantworten eingeblendet, die unter der eigentlichen Suche stehen. Es können zusätzliche Informationen wie Öffnungszeiten sein, das kann der Hinweis auf ein besonderes Angebot sein oder vielleicht auch Aktionen und so weiter. Diese Kurzantworten haben den Vorteil, dass sie Benutzern schnelle Informationen geben, ohne dass sie einen Klick machen müssen. Also im Gegensatz zu einer normalen Suche, wo ich ein Problem eingebe, eine Lösung erfordere, da bekomme ich eine Liste von Webseiten angezeigt und von dieser Liste kann ich mit einem Klick mich dann auf den tieferen Inhalt weiter bewegen. Und diese Featured Snippets sollen das ein wenig ersetzen. Google möchte ja, dass die Suche schnell erledigt ist. Und wenn ich nur nach den Öffnungszeiten von einem bestimmten Geschäft suche, dann muss ich ja gar nicht auf die Webseite erst gehen. Wenn das Unternehmen diese Featured Snippets verwendet, dann kann ich mir die Öffnungszeiten schon direkt in einem kleinen Block unterhalb oder in einem kleinen Kästchen unterhalb der Suchanfrage direkt eingeblendet ansehen. Dann muss ich gar nicht erst weiter klicken. Ich habe meine Informationen direkt erhalten und Google wertet das auch schon als positives Nutzerergebnis. So. Sprachassistenten übrigens greifen häufig auch auf diese Kurzantworten zurück. Und von daher ist meine Empfehlung, sich mit Featured Snippets zu beschäftigen, da die Suche dementsprechend echt verkürzt werden kann und Google, wie gesagt, diese kurzen Antworten auch liebt und sie auch häufig gerne anzeigt und dementsprechend Unternehmen, die Featured Snippets verwenden, tauchen höher in der Suchanfrage auf. Punkt 3 sind die technischen Anpassungen und dafür sollten wir auf Faktoren wie die Website-Geschwindigkeit schauen und das mobilfreundliche Design. Wir hatten gerade schon angesprochen, es gibt die Unterscheidung zwischen der mobilen Seite und der Desktop-Seite und Google benutzt auch verschiedene Robots, um diese unterschiedlichen Seiten dann einzustufen. Was auf jeden Fall wichtiger Faktor ist, ist die Website-Geschwindigkeit. Wir hatten schon gesagt, Seiten, die Ladezeiten über 2,5 Sekunden präsentieren, werden schon abgeschwächt oder werden schon nicht abgestraft, aber erhalten schon weniger Traffic. Und Seiten, die dann über 6 Sekunden laden, spielen eigentlich überhaupt keine Rolle mehr in der mobilen Suche. Ich bin auf das mobilfreundliche Design eingegangen. Es sollte ein benutzerfreundliches Design sein auf der mobilen Suche. Das Display auf dem Handy ist ja gegenüber dem Desktop etwas eingeschränkt. Wir haben weniger Platz anzuzeigen. Und von daher, alles, was nicht auf einer mobilen Seite sein sollte, sollte tatsächlich auch rausfliegen, um diese schnelleren Ladezeiten zu erhalten. Denn wir wissen, dass auch andere Unternehmen sich mit diesen Punkten beschäftigen. Und wer tatsächlich seine Webseite so einstellt, dass er unter die 2 Sekunden kommt, hat natürlich einen riesig großen Vorteil gegenüber Unternehmen, die das nicht machen. Dann habe ich noch einen letzten Punkt hier, und zwar das Schema Markup. Das ist ein zusätzlicher Faktor jetzt bei Google, der den Inhalt einer Seite, einer Website beschreibt. Und man kann Google dort mitteilen, ob es sich um eine normale Webseite handelt, ob es sich um einen Blogbeitrag handelt oder zum Beispiel um eine bezahlte Werbebotschaft. Also dieses Schema Markup ist auch ein Stichwort. Von daher, wer diese Sachen in seine Webseite integriert,
hat eine höhere Chance auf besseren Traffic bei Google. So, damit hätten wir die mobilen Sachen abgeschlossen und kommen jetzt auf Punkt 3, DIY versus Experten. Und da gehe ich jetzt nochmal in die Erklärung mit einer weiteren Statistik. Und zwar, Entschuldigung, einmal ganz kurz einen Schluck trinken. Hier geht es um den SEO-Score von Unternehmen. Die Unternehmen, die mich ansprechen, kommen in der Regel mit einem SEO-Score von um die 64, 65 zu mir. Und wir können dann in relativ kurzer Zeit den SEO-Score recht hoch bringen mit verschiedenen Maßnahmen. Ich rede hier von Zeiten zwischen 4 Wochen und 8 Wochen. Es wird ja immer gesagt, dass SEO ein Marathon ist und kein Sprint. Das ist tatsächlich wirklich so. SEO ist eine langfristige Maßnahme. Es sind nachhaltige Maßnahmen, die damit erzeugt werden oder Ergebnisse. Und von daher ist ganz offen zu sehen, wie der SEO-Score sich von B2B-Unternehmen mit und ohne SEO-Agentur hier in den letzten Jahren, in den letzten 5 Jahren darstellt. Entschuldigung. Ja, mit dieser Folie im Vergleich die SEO-Kunden, die eine Agentur haben, liegen im weitaus höheren Bereich und da reden wir von fast dem doppelten Punktzahl. Die Unternehmen mit einer SEO-Agentur erreichen können. Also die meisten, die halt wie gesagt zu mir kommen in den Anfangstagen, haben einen recht niedrigen SEO-Wert und mit gezielten Maßnahmen lässt sich das relativ schnell in die Höhe treiben. Auf diese Maßnahmen möchte ich jetzt im Einzelnen nochmal etwas eingehen. Kurz vorher aber nochmal einmal eine Übersicht, was denn tatsächlich jetzt die Kosten für SEO-Arbeit sind. Hier auch da mal die Gegenüberstellung für Freiberufler und unabhängige Aufnehmer. Also wir sprechen hier von Freelancern. Da werden Stundensätze zwischen 100 und 250 Euro verlangt oder Tagessätze zwischen 800 bis 1600 Euro. Manche bieten auch eine sogenannte Flatrate an, die sich dann im Bereich zwischen 4000 und 10.000 Euro abspielt. Dagegen dann die monatlichen Kosten für eine SEO- oder Marketingagentur, für eine Gesamtbetreuung. Und wenn wir hier von größeren Unternehmen sprechen, im Bereich zum Beispiel auch E-Commerce mit vielen, vielen Seiten, dann sind schnell auch mal Preise von mehr als 5.000 Euro pro Monat, die dort berechnet werden. So, dann die Frage, warum selber machen? Warum sollte ich mich hinsetzen und meine Webseite möglichst versuchen alleine zu optimieren, was kann ich alleine optimieren und wie fange ich damit am besten an. Und da möchte ich euch nochmal eine kleine Grafik zeigen. Und zwar geht es hier um das Budget-Zeit-Fachwissen-Dreieck. Ich weiß nicht, ob ihr das mal schon gehört habt. Auf jeden Fall ist es so, dass wenn ich 2 Elemente habe aus diesem Kreis, dann kann ich mir ein drittes quasi sparen. Wenn ich Fachwissen habe und wenn ich das Budget habe, dann kann ich Content erstellen und kann ihn direkt zum Beispiel mit Werbung veröffentlichen und habe dadurch natürlich dann sofort den positiven Effekt. Umgekehrt habe ich Budget, habe ich Zeit, dann kann ich mir zum Beispiel einen Freelancer an Bord holen, der dann das Fachwissen ersetzt und dementsprechend auch wieder ein positives, schnelles Ergebnis gibt. Und zu dritt dann nochmal, wer Fachwissen und Zeit zusammenbringt, der kann sich halt das Budget sparen und kann sofort seinen Fachcontent erstellen und dabei dann auch nicht auf die Zeit zu achten, denn das Budget ist hier außen vor. Also, wer dieses Wissen hat und wie dieses Wissen anwendet, braucht nicht unbedingt alle 3 Faktoren, um mit SEO erfolgreich zu sein. Ja, das einmal zum Hintergrund. Hier haben wir noch ein, jetzt muss ich einmal ganz kurz anhalten. Ich sehe auch, Alicia, das wäre eigentlich deine Folie jetzt gewesen. Deswegen hier einmal eine ganz kurze Pause, beziehungsweise nicht Pause, aber einmal das Wort an Alicia wieder.
Super, danke schön für diese Überleitung. Ich mache jetzt weiter mit Informationen zu diesem Do-it-yourself-Modus und auch mit ein paar Argumenten, was Sie alleine machen können, ohne größeres Know-how. Ich habe hier auch eine Folie mitgebracht, eine Grafik, die kommt von Semrush. Semrush ist ein Betreiber von einem Analyse-Tool für Content-Marketer, für Suchmaschinenoptimierung, auch für Social Media. Verfügt also über Unmengen von Daten. Und aus diesen Daten ist ein Bericht entstanden, eben zu Faktoren, die die Sichtbarkeit beeinflussen. Ganz oben ist natürlich Content. Content ist King, das wissen wir. Dann sind die etwas dunkler, die Faktoren, die on-page liegen. Und wie Sie sehen, diese Auswahl von 20 aus 40 wird dann von Backlink-Faktoren dominiert. Also wenn Content stimmt, die richtigen Keywords sind auf der Seite enthalten, wenn das technische SEO stimmt, dann bietet sich eben Linkaufbau als der treibende Faktor. Und deswegen nutzen auch SEO-Leute in ihrer Arbeit Marketing-Plattformen. Die ist auch sehr hilfreich für Einzelkämpfer. Die Frage, warum? Solche Plattformen wie die von WordPress bringen eben zwei Parteien zusammen. Auf der einen Seite sind es Publisher, das heißt Betreiber von hochwertigen Portalen, und Geschäftsführer und Marketingleute zusammen. Für Marketer ist das insoweit von Vorteil, weil ihnen der Zeitaufwand, die Arbeitsintensität entfällt, denn die Recherche nach themenrelevanten Webseiten für ihr Geschäft haben wir gemacht. Hier habe ich auch einen kleinen Auszug aus unserem Marktplatz mitgebracht. Wie Sie sehen, es gibt da eine Auflistung von Portalen mit verschiedenen Metriken versehen, von Ahrefs zum Beispiel oder auch dem besagten Semrush. Sie können auch entscheiden, ob es ein Do-Follow-Link, No-Follow-Link sein soll. Die Preise sind auch sichtbar. Wofür ist WordPress gut? Erstens Content-Erstellung. Wir haben, also Thorsten hat es ganz ausführlich dargestellt, dass eigentlich der Content auch entscheidend ist. Sie können mit WordPress Content sowohl für Ihre Webseite schreiben lassen, für Produktbeschreibungen oder Blogartikel, aber auch für externe Texte, für Advertorials. Da sehen Sie auch einen Auszug aus unserer Preisliste. Wie Sie sehen, sind die Preise wirklich nutzerfreundlich, würde ich sagen. Der zweite Punkt ist natürlich Digital PR. Wenn Sie Ihre Zielgruppe ansprechen wollen, dann müssen Sie da präsent sein, wo Ihre Zielgruppe unterwegs ist, wo Sie sich informieren, wo Sie nach Informationen suchen. Und der letzte Punkt ist natürlich der Linkaufbau. Mit einem Text auf der Webseite eines relevanten Publishers, einer hochwertigen Seite, bekommen Sie einen Backlink, der für Google ein deutliches Signal ist für Empfehlung. Und wie funktioniert WordPress und warum bietet es sich eben als Do-it-yourself-Maßnahme? Vor allem wegen der Nutzerfreundlichkeit. In vier einfachen Schritten können Sie Ihr Ziel erreichen. Als erstes registrieren Sie sich ganz frei als Marketer. Den Link teilen wir auch gleich. Es gibt keine Abonnements, keine festen Gebühren. Die Preise sehen Sie alles wie bei Amazon zum Beispiel. Sie können auch gerne das Onboarding in Anspruch nehmen, damit man schneller die Plattform überblicken kann. Dann muss man den richtigen themenrelevanten Publisher finden. Unsere Datenbank, die ganz offen ist, besteht aus knapp
100.000 Publishern in 30 Sprachen. 5.000 sind Publisher für deutsche Sprache. Aus dieser Menge muss man, in dieser Menge muss man natürlich auch filtern können. Daher stellen wir auch ungefähr 30 Filtermöglichkeiten zur Verfügung. Wenn der richtige Publisher schon gefunden ist, dann bleibt das letzte üblich, quasi den Text zu liefern. Sie können natürlich auch unsere SEO-Copywriter nutzen. Das sind alles muttersprachliche Texte, wie gesagt, in 30 Sprachen. Keine KI-Texte sind zugelassen. Alles wird quasi traditionell geschrieben. Und was wichtig ist, sind natürlich die Korrekturschleifen, die unendlich viele oder wie gewünscht viele in Anspruch genommen werden. Das heißt, wenn Sie noch Kommentare oder Korrekturvorschläge zum Text haben, dann können Sie diese auch gerne an den Copywriter weiterleiten. Ihnen bleibt auch überlassen, ob Sie auch eigene Texte hochladen können. Das geht natürlich auch. Und der letzte Schritt ist natürlich die Performance prüfen. Wir stellen eine Menge von Berichten zur Verfügung. Wir überwachen auch, dass an den veröffentlichten Texten mindestens 12 Monate lang sich nichts verändert. Sollte etwas passieren, greifen wir natürlich ein. Der Backlink muss funktionieren. Die Texte kann man auch ganz kostenlos indexieren lassen und natürlich auch unseren Support nutzen, falls da Bedarf besteht. Und noch ein Punkt, Hilfe im Do-it-yourself-Modus hier, meine ganz subjektive Auswahl an Tools, ohne jeglichen Anspruch auf Komplexität. Es gibt auf dem Markt viele Tools, die kostenlose Probe-Accounts bieten. Grundfunktionen, die da angeboten werden, reichen natürlich aus, um nach entsprechenden Keywords zu recherchieren oder Pläne zu erstellen für die Content-Herstellung für Ihre Seite. Hier habe ich zwei ausgewählt, Performance Suite und Zenuto. Ja, und das wäre eigentlich für diesen Teil alles. Jetzt leite ich weiter zu dir, Thorsten, über. Jawohl, vielen Dank. Ich nehme jetzt noch einmal ein bisschen Anlauf und gehe in die Zielgerade mit dem Endspurt hier. Warum Experten? Alicia hat gerade schon vorgestellt, warum DIY, warum selber machen? Ich gehe jetzt auf den anderen Punkt ein und beschreibe nochmal ganz kurz, warum Experten oder wann Experten tatsächlich dann notwendig sind. So, da habe ich eine kleine Tabelle mitgebracht und da sollte man sich einmal im Klaren sein, dass Experten bessere und schnelle Ergebnisse liefern. Also wer sich selber hineinfuchsen möchte, kann das gerne machen. Es ist überhaupt kein Thema. SEO ist keine Raketentechnik. Jeder kann SEO lernen und sich da Kenntnisse aneignen, die dann tatsächlich auch zu Resultaten führen. So, wir haben hier eine kleine Übersicht, Budget, Unternehmen und Beispiele. Also wenn wir im Bereich von 1.000 bis 2.500 Euro Budget sprechen, dann reden wir von kleinen und lokalen Unternehmen in Städten mit kleiner geografischer Reichweite, wie zum Beispiel Zahnärzte oder Restaurants. Und wir gehen dann runter bis in den Bereich bei 10.000 Euro. Dort sind wir bei Unternehmen mit einem nationalen oder internationalen Zielmarkt. Das sind mittlere oder große Online-Shops, Versicherungen oder Unternehmen aus der Finanzbranche. So. Dann drei Gründe, warum der TL Copywriting Campus dein perfekter SEO-Partner ist. Und da ist der erste Punkt. Wir haben jahrelange Erfahrung in der Kompetenz und Kompetenz in der Erstellung von SEO-Strategien für kleine und mittlere Unternehmen und hier besonders im Bereich Beratung. So, wir haben eine nachgewiesene Erfolgsbilanz für regionale Unternehmen und geben maßgeschneiderte SEO-Lösungen für schnelles Wachstum. Und dann kommen wir noch einmal auf den Punkt, der versprochen wurde. Versprochen ist versprochen. Hier sind jetzt einmal gleich die Download-Links für die beiden Punkte, die wir angesagt haben. Einmal der Budget-Jahresplaner vom TL Campus
und einmal der Link zur Registrierung für die WordPress-Plattform. Und ihr seht oben jetzt in dem grünen Balken mit dem roten Button registrieren. Es gibt von WordPress bis zur Anmeldung oder für die Anmeldung bis Freitag 24 Uhr 70 Euro Startguthaben in euren Profilen. Das ist schon mal ausreichend, wie wir gerade gesehen haben, um zum Beispiel zwei Blogbeiträge erstellen zu lassen und damit dann einen ersten Fuß in der Tür zu haben und zu gucken, ist das was für mich oder ist das nichts? Gucken wir einfach mal. 70 Euro, wie gesagt, wer sich bis Freitag 24 Uhr anmeldet, bekommt diese als Startguthaben in seinem Profil gut geschrieben. So, dann hatte ich noch ein besonderes Bonbon versprochen. Und zwar kommen wir jetzt nochmal zu dem Gutscheincode. Wer sich auf dieser Webseite gothorsten-litzki.de SEO für KMU registriert, dort biete ich einen 50% Rabatt an für ein erstes SEO-Strategie-Zoom-Meeting. Wir nehmen uns dann eine Stunde Zeit und werden ganz genau durchleuchten, wo du in diesem Moment stehst, was sinnvolle Ziele sein könnten und welche Maßnahmen wir ergreifen sollten, um diese Ziele dann auch tatsächlich zu erreichen. Ja, wie gesagt, die ersten 10 Anmeldungen gelten. Schnell sein zählt. Und dann gebe ich jetzt nochmal weiter an Alicia. Dann ist jetzt auch Dankeschön, Dankeschön. Ich würde jetzt meine Kollegin Halina bitten, im Chat die Links zur Verfügung zu stellen. Halina, could you please share the links in the chat? Sollten Sie Fragen an uns haben, dann sind hier unsere Adressen sichtbar. Worauf wir uns sehr freuen würden, Thorsten, nicht wahr, ist ein kurzes Feedback, wie es euch gefallen hat, ob ihr davon profitieren könntet und was ihr noch gerne hättet. Wir laden euch ein, Kontakt mit uns aufzunehmen. Natürlich stellen wir euch zur Verfügung. Abschließendes Wort an dich. Ja, von meiner Seite aus erstmal vielen Dank. Das war sehr, sehr spannend. Ich hoffe, ihr habt jede Menge Informationen bekommen, die euch weiterhelfen. Und ja, wenn noch Fragen sind, wir haben jetzt noch eine kleine Q&A-Session. Ihr könnt Fragen im Chat stellen und wir stehen euch dann hier noch zur Verfügung, um diese Fragen zu beantworten. Genau. Also im Moment sehe ich keine Fragen, es sei denn, ich habe etwas übersehen. Aber wenn es keinen Bedarf an Antworten gibt, dann bedanken wir uns. Ihr könnt euch gerne noch kurz im Chat schreiben, ob es euch gefallen hat. Da schreibt ja, jemand Feedback noch. Natürlich immer gerne willkommen. Feedback ist immer gefragt. So, Vivian. Ah, es gibt noch eine Frage, bitteschön. 2 Jahre alter Inhalt ist zu alt. Was ist mit Evergreen-Inhalten? Wie geht man bei 300 Blogartikeln vor? Thorsten Seidel, vielen Dank. Das ist eine sehr gute Frage. 300 Blogartikel sollte man bestensfalls dann nicht von Hand ändern müssen. Auch da gibt es Tools, die das dann für einen übernehmen können. Und ja, 2 Jahre alter Inhalt ist zu alt. Das ist tatsächlich so. Wenn das Ganze auf WordPress basiert, würde ich, wie gesagt, hingehen und das Veröffentlichungsdatum dann auf ein aktuelleres stellen, diese Woche oder letzte Woche, das ist dann für Google erkennbar und gibt dann dementsprechend auch einen guten Aufschwung. Genau. Ja. Es gibt noch eine Ergänzungsfrage von Vivian. Sind das Testimonials? Oder Beschreibung eigener Erfolge. Ja, das ist tatsächlich wirklich so. Man kann daraus eine Success Story machen, indem man ein Testimonial postet oder vielleicht, wie man ein Problem bei einem Kunden gelöst hat, welche Maßnahmen man dafür eingesetzt hat, welcher Zeitraum dafür benötigt wurde. All diese Sachen kann man als Erfolgsstory nutzen und Testimonials oder Beschreibungen sollten das dann liefern, ja. Super. Ich hoffe, Frank, ich bedanke mich die für das. Ja, genau. Ich bedanke mich, Frank, auch für das positive Feedback, dass es dir gefallen hat. Gerne können wir telefonieren. Vielleicht gebe ich hier die Nummer noch ein. Thorsten, möchtest du auch deine Nummer teilen? Das kann ich gerne machen. Sehe ich aber noch gerade eben, was halten Sie von der KI-Entwicklung im Content-Bereich?
Einmal ganz kurz dazu. Ich bin da natürlich, ja, wie soll ich sagen, am Puls der Zeit. Vor 3 oder 4 Jahren habe ich mich gefragt, ob KI meinen Job kosten wird, und bin mir heute ganz sicher, dass das nicht der Fall ist. Wer sich im Content-Bereich etabliert, wer sich in eine Nische hinein spezialisiert, wird KI immer als Tools nutzen können und wird dadurch auch den Vorteil haben, dass er Recherche schneller erledigen kann, dass er Content-Ideen und Vorschläge bekommt, die außerhalb der normalen Recherche sind, weil die KI auch viel tiefer ins Netz eindringen kann. Und im Prinzip ist meine Angst vor KI nicht mehr da. Ich habe das umgewandelt in eine Chance und sehe mit Hilfe der KI ein ganz, ganz großes Vorankommen, einen schnellen Vorteil. Ich hoffe, Ja. das beantwortet die Frage. Genau. Ja, dann ziehe ich mir mal Da gab kurz es noch mein eine Frage Nämmerchen hier von, ein. eine Nachfrage von Vivian, ob wir als WordPress die Links vermitteln. Ja, korrekt, wir sind eben ein Marktplatz, der beide Seiten zusammenbringt. Marketer, die nach Backlinks suchen und Publisher, die Artikelplätze anbieten. So, Gut. Auch meine Nummer Für hier ist weitere dabei. Fragen. Ja, deine Nummer ist auch dabei, genau. Die packen wir, glaube ich, auch alle in unsere Nachricht nach dem Webinar. Unsere E-Mail-Adressen sind hier auch gegeben. Ihr könnt euch gerne an uns wenden. Wir bedanken euch und wir wünschen euch weiterhin einen schönen Tag. Ich bedanke mich, Thorsten, für dich, für dein Wissen, dass du bereit warst, es mit uns zu teilen. Und auf Wiedersehen. Und auch schönen Urlaub noch dir, Thorsten, oder? Danke sehr. Ja, werde ich noch genießen hier. Es sind noch Okay. ein paar Tage in Deutschland und dann geht es wieder zurück nach Mexiko. Okay. Also auch von meiner Seite vielen herzlichen Dank für die Einladung. Und ja, ich hoffe, wir konnten ein bisschen neues Wissen vermitteln und dass das dann weiterhilft, bei Google ganz nach oben zu kommen. Dankeschön. Schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss.